Jo, moin Leute, willkommen zu diesem Video. Heute geht's um den Caddy da hinten wieder. Der kriegt ein wunderschönes neues Radio. Es ist wie damals in meinem 203 ein Irisin Android, oder? Ist es doch geworden, ne? Keine Werbung, nichts. Ist bezahlt, also hat der Besitzer selber gekauft. Wir packen das Ganze mal aus. Mit CAN-Bus-Decoder, dass eine eventuell, falls vorhanden, Lenkradfernbedienung funktionieren würde und auch für andere Funktionen wichtig, zum Beispiel, dass sie automatisch umschaltet auf Rückfahrkamera, denn die wird hier auch mit angeschlossen, naja, und 1000 Trillionen Adapter, GPS-Antenne und was man so braucht. Was man nicht braucht, als Mann, Werner lesen keine Bedienungsanleitung. Und dann letztlich das Radio. Dezenter Klopper. Schickes Design. Ich finde immer wichtig, dass noch, okay, richtig Knöpfe sind es nicht. Aber es sind trotzdem, die sind immer da. Da ist keine App, die das verdeckt. Finde ich immer gut. Ja. Sieht schön verarbeitet aus. Und genau diese aufgeklebten Pappringe war bei meinem auch schon drauf. Das da. Die Schrauben, dass da nichts klappern kann oder warum auch immer. Oh, und wenn wir fertig sind, kommt das Schönste, das Folie drauf. Gut, dann gehen wir mal ins Auto und bauen erstmal das alte aus. Innenraum angekommen, muss einmal hier diese Blende weg. Und dann gucken wir mal, ich weiß nicht, was mit diesem Halter ist. Der ist selber gebaut vom Vorbesitzer schon, glaube ich, ne? Oder was sagtest du? Mhm. Einfach hier mal so hinter. Es sind irgendwo, kann ich jetzt schon sehen, hier ist ein Clip. Das klingt immer fieser, als es ist. Da muss man wirklich einfach mal mutig reingehen, wenn man irgendwo zwischenkommt. Deswegen macht man das eigentlich, am besten macht das irgendjemand anders und nicht man selber, weil man selber hat immer den Mut nicht und hat Angst, sein Auto kaputt zu machen. So, jetzt haben wir schon freigelegt, die vier Schrauben. Ich gehe mal von Torx 20 aus. Jetzt haben wir alle vier Schrauben raus, jetzt können wir es rausziehen. So, und jetzt haben wir hier so einen Bügelstecker. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der eingerastet wird. Oder ausgerastet. Ah, so, okay. Zeige ich dann gleich, wenn das Radio weg ist, dann ist das leichter. So. Da drückt man diese Lasche, drückt man runter und dann kann man den Bügel hochziehen und dann kommt der Stecker auch schon mit raus. Und diese hier, ja, hier oben eindrücken, die gehen aber meistens recht schwer zu drücken. Und jetzt gucken wir uns mal eben einmal an, was wir hier an Adaptern einbauen müssen, was wir hier verbasteln müssen und dann zeigen wir euch gleich den Einbau. So, mal eben als Info, nach diesem Part wird jetzt, oder jetzt werde ich gleich mal eben einblenden, und zwar den Anschluss der Rückfahrkamera hinten, denn eigentlich war das als zwei Videos geplant, das ist aber schwierig jetzt für uns umzusetzen, haben wir festgestellt. Also wird es alles ein Video, Radio ausbauen, neues Radio rein und Rückfahrkamera anschließen. Wie gesagt, das kommt jetzt, wie man es hinten macht. Sie wird, nimmst du eben kurz die Decke weg, dass man es sehen kann, da in den, also da quasi, ist zumindest der Plan. Wir haben jetzt noch nicht geguckt, wie es dahinter aussieht. Aber ich sag mal so, wenn ihr das Video seht, dann hat das funktioniert, weil sonst... So, mal eben die Decke da wieder hin, um da hinzukommen und auch ein Kabel verlegen. Und so, da bin ich einmal auf den Knopf gekommen. Also dafür kommt diese Verkleidung weg. Wir müssen, das sind alles nur Kunststoffniete. Muss man da rauspulen, da braucht man nicht... Also auch wenn es so aussieht, das ist keine Schraube. Und dann müssen wir gucken. Wird extrem lustig. Sehe ich gerade, weil wir müssen dann irgendwie da ankommen, im Idealfall, da rein, hier runter irgendwie und da ist irgendwo Kabelbaum hier von der Rückleuchte, weil wir müssen ja über den Rückfahrscheinwerfer schalten. Das wird lustig, stellen wir gerade fest, wir haben aber richtig Bock. Ich guck mal, wie ich euch hier jetzt mal irgendwo hinstellen kann und dann reißen wir hier erstmal alles auseinander, also im Zweifel, wie gesagt, die alle...
Ich gehe mal davon aus, dass da nicht mehr ist als die ganzen Dinger. Doch, hier, da sind noch Schrauben, die werden auch raus müssen. Das wird 25er Torx sein. So, dann ist hier 20er Torx und da auch nochmal die Verkleidung fest und dann hier an drei Stellen geklipst. Vorher muss diese hier raus. Ist ja nicht so, dass wir es vorhin schon alles auseinander hatten, aber ist egal. 30er Torx und dann ist die auch nur geklipst. Ja, das machen wir jetzt alles und dann schauen wir weiter. Upsi, da, das sind vier Schrauben, also diese da. Damit wird der ganze Rahmen da fest sein. So, da fehlt jetzt leider eine ganze Menge, weil komischerweise nach dem ganzen Tag Film der Akku leer war. Was ihr nicht gesehen habt, das hier sauber machen, das ist ja völlig irrelevant, das werde ich wahrscheinlich komplett weggeschnitten haben alles. Ich habe hier einfach mittig, hier ist, das ist also, ja, das ist relativ mittig, ist relativ egal, ob es perfekt ist. Ein Loch gebohrt, eben passend zu meiner Tülle, die wir dann durchführen. Einmal ein bisschen mit Zinkspray die Kante wieder versiegelt, dass dann nichts gammeln kann. So, jetzt haben wir dann vorbereitet, dass die Kleine nochmal abmachen. Mal eben einmal sehr unprofessionell ein bisschen Rostschutz betrieben, damit das erstmal geht. Wo haben wir unser Teil? Die Kamera. Da. Ja. Dann haben wir hier natürlich, wo bin ich? Da bin ich. Das ist natürlich ausgemessen und mittig, passend zur Kamera, beziehungsweise da ist ein Kronenbohrer, da sind wir, ist dabei. Dann nur, weil das ein relativ dickes Kunststoffteil ist. Das ist hauptsächlich mit dieser Klammer so, wie es kommt, für Blech gedacht. Man kriegt es nicht durch, aber hier ist eine Motter. Die kann man, also das hintere Teil, den hinteren Teil kann man rausschrauben. Dann haben wir die Füße, also erst das Ding da durch, den Blech und die Motter von hinten rüber. Und die Füßchen vorher noch ein bisschen aufgebogen und dann geht das. So, jetzt kann man die noch ein bisschen, nachher noch ein bisschen drehen, wenn es noch nicht ganz passt. Und hier über diese Schraube kann man die lösen. Und wir haben sie falsch rum drin. Wir müssen einmal 180 Grad drehen. Bisher ja noch nicht fest. Genau, die kannst du sowieso drehen. Du kommst hier hinten auch gar nicht hin, sehe ich gerade, um die Schraube zu lösen, so, weil da das Blech ist. Aber das muss man sie eben zur Seite drehen und dann einstellen. Ist ein bisschen Arbeit, aber gut, das muss man dann eben investieren. So, jetzt haben wir hier, ist unsere Tülle, die da gleich rein muss. Das können wir jetzt mal schon wieder reinzwirbeln. Jetzt sind wir hier so auf Halbmast gleich fest. Ist das nur eine, wir haben zusätzlich, wo ist das? Wir haben zusätzlich die Funkeinheit, dann brauchen wir Kabel nicht komplett quer durchs Auto legen. Input, Wireless, das ist Receiver, das ist Empfänger. So, hier wäre Stromversorgung für die Kamera, wenn man so einen Anschluss hat. Haben wir aber auf dem Kabelbaum leider nicht. Das wäre jetzt zu einfach gewesen. Kann ja nicht alles haben. Nee, aber alles ist auch halb so wild. Das ist ja nur beides, das kommt beides, also legen wir beides auf Rückfahrscheinwerfer, ne? Das ist logisch, damit die angeht, wenn. Alter, das sind noch keine Kabel. Dünner geht's nicht, ne? Naja, ist ja egal, das wird sowieso verbunden und damit vernünftig Kabel dadurch. Um die Kabel zu verlegen, klipsen wir die Gummidurchführung an der Heckklappe und an der Karosserie selber aus. Dann suchen wir uns dem Originalkabelbaum folgend einen Weg für die Kabel. Dafür nehmen wir einen Draht, das ist das Einfachste. Den führen wir da vorsichtig durch, bis wir jeweils am anderen Ende ankommen. Dann kleben wir die Kabel an, ziehen den Draht durch, schieben die Kabel nach auch, ne, also den Draht im Prinzip nur als Führung benutzen.
Ja, die Kabel, die an der Kamera und am Sender sind, die reichen von der Länge natürlich nicht, müssen also verlängert werden. Da haben wir einfach angelötet und dann die Lötstellen mit Schrumpfschlauch isoliert und zusätzlich nochmal mit Textilisolierband umwickelt. Das rote Kabel nachher muss dann unten an der Rückleuchte im Stecker an das schwarz-blaue Kabel angeschlossen werden. Das ist Pin 5, also im Stecker von der Rückverleuchte. Von der Rückleuchte, das ist der für den Rückfahrscheinwerfer. So. Das schwarze Kabel, was ihr von oben runterlegt, oder was an Kamera und Sender ist, das muss auf Masse, also entweder auf den Massepunkt oder an das braune Kabel der Rückleuchte. Da kann es aber auch baujahrsabhängig und sonst was, können die Kabelfarben anders sein. Messt das also bitte nochmal nach, also entweder mit einer Prüflampe oder mit einem Multimeter einmal durchmessen, ob das stimmt. Ist ja relativ einfach zu machen, Rückwärtsgang rein, Rückwärtsgang raus und so weiter. Ich zeige euch mal eben einmal. Akku dürfte jetzt dafür voll genug sein wieder. Und zwar, wir sind jetzt da angekommen. Läuft jetzt einfach da hinten runter. So, ich habe jetzt hier noch den Halter da oben weggemacht. Jetzt machen wir hier die Isolierung auf und verbinden das da. Also ich habe nämlich solche Verbinder, also Kabelschuh, wo man noch einen ran kann. Heißt, wir machen jetzt jeweils die originalen Kabel so wieder zusammen und gehen hier ab und natürlich dann hier einmal umwickeln. Ja, so sieht das hier jetzt aus. Ja, wir haben leider zu spät gemerkt und hatten keine Lust, nochmal die Verbindung, das alles wieder aufzufummeln, dass wir hier hinterher entlang gehen sollen. Gut, ist so, stört an der Stelle uns jetzt nicht. Ja. Also ist auch vom Platz her, was hier noch hinkommt, gleich an das Bordwerkzeug und so, das ist kein Thema. Jetzt haben wir hier einmal Kabelbinder noch ran gemacht, ein bisschen Zugentlastung und jetzt ziehen wir so weit zurück gleich, beziehungsweise haben wir schon und jetzt ziehen wir es oben zurück. Ich stelle euch jetzt einfach mal wieder hier hin. Jetzt ist eigentlich nur noch zurückziehen und dann können wir hier hinten fast fertig zusammenbauen. Geht doch schon mal nach vorne. Ja, das hier ist Sender. Der hat nämlich auch theoretisch Spannungsversorgung für die Kamera. Gut, diese Kamera hat so einen Anschluss jetzt nicht. Halb so tragisch. Doppelt so wild. Das ist halb so tragisch. Halb so tragisch, doppelt so wild. Alles kein Problem. Das ist das Falsche. Das ist super. Lass das los. So. Das wird so zusammengesteckt. Das hier kommt ja gleich auf die Kamera und dann werden diese beiden Enden gleich einfach schon mal verbunden. Das wird gleich einfach schon mal verbunden, zusammengelötet. Das ist das Einfachste. Zusammenlöten und da werde ich ein Stück von dem, hier wird es einfach ein Stück vom roten und schwarzen Kabel ran machen. Ich habe jetzt keine Lust, da extra die Kamera mit rüber zu nehmen, deswegen mache ich gleich eben so lange aus. Aber dann können wir das hier wieder einfach auch mit einer Quetschverbindung fertig machen und gut ist. So, also es ist jetzt hier hinten quasi fertig. So, da haben wir jetzt die Verbindung auch noch mit Strom. Da zusammengesteckt, das ist die Videoverbindung dann. Und den einmal zur Sicherheit isoliert. Und prinzipiell muss das jetzt nur noch alles da verstaut werden. Also ein bisschen aufwickeln und mit Kabelbinder alles vernünftig festmachen. Und dann geht es im nächsten Schritt weiter, wie man das am Radio anschließt. So, jetzt haben wir gesehen, wie man es von hinten macht, wie die Rückfahrkamera angeschlossen wird. Jetzt geht's hier weiter. Und zwar fangen wir mal an damit, hier ist ja USB-Kabelkram dabei. Den haben wir hier nach oben verlegt. Man kommt hier, das Fach ist nur hier vorne mit diesen zwei Clipsies fest, dann kann man das hier rausnehmen. Ne? Also einfach von hier
jeweils mit einem Kunststoffkeil rein, dann klipst das raus. Und dann kann man hier durch und landet hier mit dem Kabel, was man dann am Radio anschließt. Dann haben wir hier schön mit Tülle, Durchführung, die USB-Kabel reingemacht. Also hier ist ein 16 mm Loch ist das geworden. Da hat man die Anschlüsse da oben drin. Da kann man einmal an diesem hier einen 3G-Stick anschließen, ja, das Radio Permanent Internet. Und hier ist dann ja für CarPlay und Android Auto die Verbindung. Dann wird hier im Quadlock einfach der Adapter angeschlossen, der hier ans Radio geht. Also das war jetzt ein komischer Schnitt. Wir haben die Kabel gesehen. So, jetzt ist hier dann Antenne angeschlossen an den hellbraunen Stecker. Oh, da, das ist der, was dann ans Radio kommt für Antenne. Zu erkennen, dass das Antenne ist an dem Etikett. Obwohl da Antme steht, aber es ist Antenne. Ist egal, der hellbraune. Dieses hier ist eine Spannungsversorgung für einen Antennenverstärker, den man dann noch zwischenschalten kann. Wird eventuell auch noch passieren, haben wir jetzt noch nicht da. Aber das wird dann einfach angeklemmt, der wird hier aufgesteckt und dann eben ins Radio. Diesen Anschluss werden wir jetzt nur auf jeden Fall noch nutzen, um da den Funkempfänger anzuschließen. Der wird übers Radio geschaltet, also sobald das Radio an ist, liegen hier 12 Volt an. Und wenn das Radio aus ist, gehen sie eben raus, beziehungsweise waren jetzt 10 Volt gemessen, das sollte aber reichen. Hier ist ein Masseanschluss, also da haben wir auch schon gemessen, das funktioniert. Dann haben wir noch diese Steckverbindung getrennt. Das ist eine Dauerstromversorgung. Die haben wir jetzt erstmal nur getrennt. Bisher sieht es danach aus, dass das Radio trotzdem Radiosender und sowas alles behält. Aber sonst bleibt es halt an. Man muss es extra ausmachen, wenn man das Auto ausmacht. Und so geht das Radio mit Zündung an und aus. Mehr haben wir jetzt noch nicht angeschlossen. Wir brauchen jetzt gleich noch Kabelbaum für, ich glaube, da ist das, ne? Mit den wenigen Kabeln. Ne, das ist der. Irgendeiner mit einem lila Kabel war es, der liegt hier unten. Diesen hier brauchen wir noch, da geht nämlich hier die Rückfahrkamera rein. Das müsste das eigentlich sein, das werden wir gleich testen. Hier wäre auch nochmal ein Masseanschluss dran, aber den habe ich hier jetzt schon freigelegt, ist ja letztlich auch ganz egal. Ich würde sagen, das klemmen wir jetzt mal eben und dann haben wir eben noch diverse andere. Hier ist noch, das ist nicht für dieses Auto. Aber hier könnte man AUX-In anschließen, ein Videosignal noch zusätzliches. Hier sind Video und vor allem die Audio-Ausgänge, Subwoofer, was man alles noch eventuell anschließen möchte. Kann man da alles noch zusätzlich anschließen. Wenn man also noch mehr Boxen verbauen will, kann man die einfach da ranklemmen und fertig. Das brauchen wir im Moment nicht, also lassen wir es weg, weil oftmals ist der Platz in den Schächten sehr knapp. Und von dem her schließen wir das jetzt einfach mal so an, ja, wie es vorgesehen ist. Hier wäre noch für ein extra externes Mikro für die Freisprecheinrichtung, aber den brauchen wir auch nicht. Schauen wir mal. Wir klemmen das mal und dann testen wir und dann zeigen wir euch das. Ja, hier hat sich leider einmal der Fehlerteufel eingeschlichen. Die 10 Volt, die wir da rausgemessen haben für einen Antennenverstärker, das reicht für die Rückfahrkamera. Also entweder reicht das nicht oder bei laufendem Motor fällt die noch weiter ab, wie auch immer. Also bei laufendem Motor haben wir kein Signal von der Rückfahrkamera. Wir werden also hier dann direkt Zündplus und Masse uns im Kabelbaum, im Originalkabelbaum raussuchen und entsprechend auf der anderen Seite am Radioadapterkabelbaum dann die Rückfahrkamera noch anschließen. Außerdem funktioniert das mit der Trennung von dem Stecker wegen Dauer und Zündplus nicht. Ne? Der dreipolige Stecker, den wir da gezeigt haben. Das Radio verliert die Sender und die Uhrzeit und so weiter. Wir werden also vermutlich dann am Radioadapterkabelbaum die Kabel für Zünd- und Dauerplus vertauschen müssen. Wir warten da allerdings aktuell noch auf einen PIN-Belegungsplan fürs Radio. Da sind wir in Kommunikation mit dem Verkäufer. Sollte das irgendwie noch anders gemacht werden, als ich jetzt gesagt habe, werden wir dann, sobald wir das wissen, einen Kommentar unterm Video schreiben und den oben anpinnen, dass das jeder direkt nachlesen kann. So, also es ist erfolgreich angeklemmt. Wir können ja mal einmal zeigen. Zündung ist an. Machen Sie mal einen Rückwärtsgang. Und wir sehen Dinge. Die Rückfahrkamera muss noch ein bisschen eingestellt, aber hauptsächlich soll sie eben auch auf den Kugelkopf gucken. Ne? Die Linien können wir noch an- und ausschalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Weiß nicht, reagiert der auch hier?
Soll er eigentlich, oder? Ja, aber es bringt uns in dem Fall nichts, weil wir halt relativ nach unten gucken und nicht nach hinten weg. So, wir haben jetzt hier die Masseverbindung einfach und hier die, wie eben ja schon gesagt, ne, die 12 Volt, die auch für den Antennenverstärker dann nachher sind. Das ist unser Funkempfänger, da einfach angeschlossen. Ja, alles andere, was angeschlossen ist, haben wir euch schon gezeigt. Sonst einfach was, also, Entschuldigung. Hallo. Der komische Typ nervt, der will schweißen. jetzt, ja, tüdeln wir die Kabel noch ein bisschen zusammen. Sehen zu, dass das da alles in dem großen dunklen Loch verschwindet. Und dann schrauben wir das Radio rein. Und wenn es dann letztendlich drin ist, dann würde ich sagen, zeigen wir noch ein bisschen was. Eins haben wir eben noch vergessen, und zwar die GPS-Antenne. Die haben wir jetzt auch mit hier ins Fach. Und das Kabel kommt genauso dann da durch einfach. Also andere haben es wohl auch schon irgendwo hier mit in Schacht geklebt, hat auch funktioniert. Habe ich damals beim 203 auch gehört, die haben das viel einfach nur mit in Schacht gepackt. Ich hatte sie ja da vorne Richtung Armaturenbrett, zwischen Armaturenbrett und Scheibe ganz in der Ecke. Aber so geht es natürlich auch. Ne? Da ist jetzt eh die Durchführung, die haben wir jetzt hier in die Ecke geklebt mit dem Klebs, was dabei ist. Jo. Also geht's weiter mit Kabel hübsch machen und so weiter. So, ihr seid jetzt in einer etwas eventuell wackeligen Position. Wir haben jetzt noch das Klimabedienteil rausgenommen. Das sind hier vier Schrauben und dann eben die Stecker. Da muss man hier diese rote Verriegelung hochziehen und dann Lasche und so weiter. Ne? Ist klar. Jetzt können wir nämlich hier hingrabbeln, um uns das Radio und vor allen Dingen um die Kabellage so ein bisschen dahin zu packen, wo sie nicht nervt, damit man das reinkriegt. Das ist immer so bei Radio-Nachrüsten ein Problem. Solltet ihr mal drüber nachdenken, ein DIN-Radio und irgendwie in ein älteres Auto einzubauen, kauft euch ein Radio ohne CD-Spieler. Die sind dann noch irgendwie knapp 10 cm lang. Da hat man Platz ohne Ende. Ja, leider hat es nicht geklappt, so ohne weiteres die Kabel im Schacht zu verstauen. Daher haben wir noch die Verkleidung unterhalb des Handschuhfachs ausgebaut. Das sind ein paar 20er Torx-Schrauben, das sieht man dann schon. Und dann mussten wir leider so ein bisschen den Dremel da ansetzen. Also dann in Richtung Schacht haben wir was weggedremelt da von der Seite quasi, dass wir unterhalb, ja, des Handschuhfachs, was es ja gar nicht ist, diesen Originalkabelbaum ein bisschen in die Richtung ziehen konnten, dass wir uns ein bisschen Platz schaffen konnten und so weiter. Und auch im Schacht ist noch ein bisschen was weggekommen. Es ist aber jetzt nichts, dass da irgendwie als Armaturenbrett ein Halter ab ist oder sonst was, dass da was klappert oder so, das ist alles gut. Und wenn die Verkleidung unten wieder vorgebaut ist, dann sieht man da auch nichts von. Ja, es ist alles wieder drin. Ihr habt ja gesehen, das war eine ganze Menge Kacken und Kotzen. Ach nee, Kacken nicht, aber naja. Dafür ganz es war scheiße. Dafür ganz viel von Kotzen. Oder? Jetzt ist noch wieder so ein komischer Vogel da. Entschuldigung, ich bin schon weg. Und der ist auch da. So, jetzt kommt das Beste. Die Schutzfolie ab. Oh Gott. Oh, 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 oh. Das staubt. Das ist geschweißt, hält. So, Test, machen Sie mal. Vor allen Dingen, das zeigt auch voll viel Info vom Auto. Das zeigt dir an, ob die Blinker an sind. Wow. Das ist eine wichtige Information. Ja, das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch gedacht. Aber da ist keine Öltemperatur. Weißt du, das zeigt man ja wenigstens. Weil der müsste ja schon einen haben. Welcher Idiot hat denn die Priorität gesetzt? Blinker versus Öltemperatur? Ja. Der Chinese. Aber es ist ja auch Torque drauf, man könnte sie darüber holen. Tada! Also Uhrzeit passt noch. Oh. Nicht. Das ist die Uhrzeit, als wir es ausgemacht, abgestöpselt haben. Es war ja komplett vom Strom weg. Das stellen wir erstmal ein. Das ist jetzt ganz normales Android, wie man das kennt, als normaler Mensch. Wir haben es laut der Uhr 13. Stunde zurück. Ja, warte mal eben. Können wir hier auch das Datumsformat umstellen? Ja. Nee, dann nicht. 13.09 Uhr. Ach so, stimmt. Habe ich nach der letzten Zeitumstellung nicht umgestellt. 24-Stunden-Format. So. Ach so, da müssen wir hin. 12.09 Uhr.
Jetzt ist 12.10 Uhr. Egal. Nee, ist nicht egal. Egal ist 88. So. Uhrzeit stimmt, das ist schon mal das Wichtigste. Wir können auf Video gehen, wir haben aber kein Video. Hier ist immer Home-Button. Ja, ich glaube, das Einzige, was man jetzt noch Interessantes zeigen kann, ist, was so dabei ist. Könnte DAB Plus anschließen. Man kann die Lenkrad-Fernbedienung anlernen. Nee, hat er Reifendruckkontrolle? Nee, hat er nicht. Ja. Mhm. Gut, müsste man sich mal mit beschäftigen. Torque ist dabei, das heißt, man kann mit dem UWD-Dongle daran. Jetzt sieht man hier, dass welche Türen geöffnet sind. So. Und geht gleich weg. Wir sehen, dass es... Ja, wir können tatsächlich sehen, dass die Blinker gehen und alles. Also es werden alle Lampen kontrolliert. Wir sehen die Kraftstoffmenge. Fano. Achso, das ist... Das muss ja Waschwasser sein. Ja, Kilometerstand, Drehzahl, Handbremse. Und wenn wir dann... Ist Zündung, nee, machen wir Zündung? Nee, ist Zündung. Zündung ist an. Rückwärtsgang einlegen. Haben wir die Rückfahrkamera. Die müssen jetzt leider noch in der Position ein bisschen einstellen. Joa. Kann man hier noch irgendwas kalibrieren? Nö, schade. Ich jetzt gedacht, ob man hier vielleicht noch eine Anzeige stellen kann, aber nee. Aber gut. Achso, what's doing? Ja, Kofferraumtür, ja, dass die auf ist. Nochmal auf Schiebetür gleich mal zu. So, jetzt sagt er noch Ablendlicht und Fernlicht, zeigt er auch alles an. Interessant. Ja. Schick, schick. Ich würde sagen, das soll es dann dazu gewesen sein. Erfahrungsbericht kann natürlich noch eine Weile dauern. Können wir aber irgendwann dann auch nochmal machen. Hier ist SD-Kartenslot. Mikrofon, das interne für Freisprechen. Ja. Bluetooth, dann kann man, ja, ganz normal, klar, Freisprecherinrichtung. Hier über den kann man dann Musik abspielen. Über Bluetooth, also was man auf dem Handy hat. Spotify, sonst was. Könnte man theoretisch auch direkt installieren, dann braucht man halt nur einen Internetzugang hier dran, den man ja über diesen USB-Anschluss hier realisieren könnte. Ja, ich würde sagen, das sollte es gewesen sein. Das war's mit dem Video und ich wünsche dir immer viel Spaß beim Schrauben. Tschüss!